Sie sind eine ziemlich seltsame Person. Der Meistersuppe-Diamant ist das Kernstück meiner Sammlung. Die fantastische Energie, die ihn durchströmt, ist der Schlüssel zu all meiner Macht. Kann ich ihn also haben? Natürlich nicht. Warum nicht? Außer Sie geben mir etwas anderes dafür. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Wie Sie wünschen. Sie sind ein formidabler Gegner, Mr. Threepwood. Aber es sieht so aus, als ob unser Katz-und-Maus-Spiel ein Ende hat. Es ist ein perfekter Diamant. Einer der größten, die ich je gesehen habe. Ich nehme ihn. Und daher hat er einen sehr hohen Preis. Genug des Verhandelns. Wie viel? Er kostet Sie eine Riesenmenge Geld. Haben Sie so viel? Nun, ich habe eine Menge Geld. Ha, nicht genug. Mein Partner hat recht. Wir können Ihnen nicht für weniger als eine Riesenmenge Geld geben. Aber vielleicht können wir ein Geschäft machen. Mein Partner und ich spielen gerne Karten. Poker, um genau zu sein. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Wenn Sie uns besiegen, gewinnen Sie den Diamanten. Hört sich fair an. Ja, fair. Könnten Sie bitte mit diesem Lachen aufhören? Das nervt ungemein. So, Mr. Threepwood, die Frage an Sie ist, haben Sie Lust, bei unserem Kartenspiel mitzumachen? Na klar. Hört sich spaßig an. Ich bin dabei, Glatzkopf. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Klar, das geht in Ordnung. Das ist eine Menge Geld. Ich gebe Ihnen besser nur einen Teil davon. Haben Sie schon einmal Poker gespielt, Mr. Threepwood? Nein, stellen Sie sich vor, dies ist mein allererstes Mal. Dann erkläre ich es Ihnen kurz. Das Spiel ist die einfachste Variante des Fünf-Kartenspiels. Ich gebe jedem von uns 5 Karten. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Karten und der Spieler mit dem besten Blatt gewinnt. Woher weiß ich, welches das beste Blatt ist? Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie uns einfach. Sie vertrauen uns doch. Nur auf alle Fälle. Natürlich vertraue ich Ihnen. Sehr schön. Lasst uns anfangen. Gute Karten. Daddy muss einen Piratenfluch aufheben. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. So. Schlechtes Blatt? Ein Fünfling. So. Nicht einmal ihr könnt einen Fünfling schlagen. Sie haben recht, Mr. Threepwood. Wir können einen Fünfling nicht schlagen. Die Frage bleibt jedoch, ob Sie ein Paar schlagen können. Ein Paar? Ein paar mörderische Schmuggler. Hä? Uns, Mr. Threepwood? Ich rede von uns. Wir werden dich töten. Oh, jetzt begreife ich, ob ich ein Paar schlagen kann. Das ist ganz schön clever. Nun, nun, meine Herren, lassen Sie uns nichts überstürzen. Hier draußen ist ein Bote mit einem Paket. Du Idiot! Du hast das Licht ausgeblasen! Ich habe den Diamanten. Nicht lange, du Kleiner. Autsch! Knall ihm eine, nicht mir, du Cretin! Wen nennst du einen? Da ist er! Auf ihn! Ich habe alles, was ich von den Schmugglern brauche. Ja. Gut, lass uns diesen Ort des Bösen verlassen. Zuerst muss ich noch eine Sache erledigen. Wirklich? Was denn? Wer ist da? Ach, du bist's nur. Warte, was tust du da? Hilfe! Hilfe! Es war so klar, dass er ihn auch nochmal runterschmeißt, ne? Viel Glück für deine weiteren Abenteuer, Guybrush. Was? Du meinst doch nicht etwa das... Ich fürchte schon. Diese Arbeit ist zu gefährlich für mich. Ich suche mir eine dauerhaftere, sichere Arbeitsstelle. Ich habe gehört, auf Scap Island wird ein Chefkoch gesucht. Man wird dich schmerzlich vermissen. Ich weiß, aber mein Schicksal liegt da draußen. Irgendwo. Jenseits der wogenden Wellen. Leb wohl, guter Freund Waliser.
Oh, warte. Wo liegt nochmal Scam Island, sagtest du? Ost-Nord-Ost. Du kannst es nicht verfehlen. Tausend Dank. Bitte, bitte. Ah, ups. Ich hab vergessen, ihm zu sagen, dass diese Nadel nur für kurze Zeit magnetisch ist. So, kombinieren wir das Ganze mal. Es ist ein massiver Diamantverlobungsring. Okay. So, wir brauchen natürlich jetzt noch die Handcreme. Oder erstmal ein Video. Genau, wir fahren einfach mal durch Lava. Noch ein paar Rekruten mehr für meine unbezwingbare Armee der Untoten. Wie sieht's aus? Ich hoffe, dass ihr meine Braut auftreiben konntet. Wo ist der Kutterköter? Ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden! Oh Mann, oh Mann! Ich hab sie! Wo? Sie sind auf Blood Island, Sir. Holen Sie! So. Wir brauchen natürlich jetzt immer noch die glitschige, fette Handlotion. Die können wir immer noch nicht mitnehmen. Lass die Lotion da. Sie ist für die wunden Hände von uns Schiffsbauern. Weil wir müssen dem dafür was anderes geben. So, das heißt, wir gehen einmal hoch ins Dorf. Mr. Zitrone. Können wir den drücken? Nein. So. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ein Pirat, was? Nun, dann müsstest du dir doch der enormen Gefahren bewusst sein, die mit einem Spaziergang in ein Kannibalendorf verbunden sind. Kannibalendorf? Ach Quatsch. So. Moment, muss ich... Kannibalen? Wie war das jetzt? Du sagst das, als sei es etwas Negatives. Nun, das ist es. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen. Nein? Nein. Wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Stimmt, wir müssen jetzt einen Vulkanausbruch hervorrufen. Eine gewaltige Veränderung? Was du nicht sagst. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionarsfett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da ist es nicht gewesen. Junge Kerle wie du, nicht zu viele Muskeln. Hey! Ich hätte dich vermutlich 45 Minuten in Weißwein mariniert, dich in einen Hauch Butter gestippt, in Bananenblätter eingewickelt und in einem Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuddelt, dich über Nacht rösten lassen. Dann hätte ich dich auf einem Bett aus Basmati-Reis serviert, zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalotten. Ja, sehr gut. Aber jetzt nicht mehr, oder? Aber jetzt nicht mehr, oder? Hä? Oh, genau. Richtig, richtig. Habt ihr keine Angst, dass der Vulkan euer Dorf zerstört? Habt ihr keine Angst, dass der Vulkan euer Dorf zerstört? Der Vulkan? Oh nein. Mount Sodbrand ist völlig harmlos. Wir haben zu Sherman, dem allmächtigen Gott des Vulkans, ein Verhältnis, das sich gesalzen hat. Der Gott des Vulkans liebt würziges Essen? Halt den Mund, oder ich esse dich. Okay. Als wir die Insel das erste Mal betraten, war der Gott sehr erzürnt. Qualm stieg in ihm auf und er spuckte Lava. Es war wirklich eklig und barg ein großes Gefahrenpotenzial in sich. Wir wussten, dass wir etwas unternehmen mussten, um den Gott zufriedenzustellen und dachten, ein ordentliches Opfer wäre das Richtige. Naheliegende Vermutung. Aber als wir das Opfer in den Vulkan warfen, brach Mount Sodbrand heftig aus. Wir dachten, Sherman wäre böse auf uns, also brachten wir ihm jeden Tag Opfer. Wir haben alles versucht. Fisch, Geflügel, Vieh, Phenylalanin. Das Übliche halt.
Dann eines Tages versuchten wir es mit Brie. Es gab eine riesige Eruption, die uns beinahe alle getötet hätte. Was ist geschehen? Sherman verträgt keine Laktose. Oh. Ah, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt macht Sherman eine sehr strenge Diät. Er bekommt nur frisches Obst, Gemüse und natürlich Sojaprodukte, wegen der für den Muskelaufbau so wichtigen Proteine. Ja, pass mal auf, was ich gleich mit dem mache. Beiseite, ich beabsichtige, den Vulkan zu besuchen. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Warum nicht? Wir beginnen gleich mit unserer Zeremonie. Fantastisch! Ich bin fasziniert von euren idyllischen Stammesbräuchen. Postkarten und Dias sind in der Lobby erhältlich. Nicht-Kannibalen ist es untersagt, bei der eigentlichen Zeremonie anwesend zu sein. Das ist aber unfair. Sag das den Vulkangöttern. Ich mache die Regel nicht, weißt du? Hi Flo. Okay. Wir sehen uns. Dann mal gucken, es gibt doch hier irgendwo was, was ich mir auf den Kopf setzen kann, oder? Moment. Ich weiß nicht, was ich mit dem Obst anfangen soll. Tofu-Block. Der Tofu-Block. Her damit. So. Wir bearbeiten den Tofu-Block mit dem Holzbohrer. Und werden das Ding jetzt benutzen. Geht. Einfach nur gut. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Ja. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. So, ich hab nichts gemacht. Lup. Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Den göttlichen Rettung Durchfall. Euer Leben. So, das heißt, wir können auch diesen Kochtopf benutzen. Das ist schon mal sehr gut. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. So, das heißt... Genau, wir müssen jetzt einmal ins Hotel...